nächsten Tag bekommen wir den nahenden Winter Armeniens zu spüren. Wir sind auf dem Weg zur nordwestlichsten Stelle des Landes. Direkt an der Schnittstelle zwischen der Türkei und Georgien. Da macht unser kleiner Transporter nicht mehr mit. Sommerreifen mögen einfach keinen Schnee. Und hier oben in der nordwestlichsten Bergregion Armeniens setzt der Winter früh ein und endet spät. Kurz vor der Grenze ein kleines Gehöft. Die Besitzerin Irina Tadevosyan empfängt uns. Sie hat hier oben mit der Zucht dieser Prachtburschen begonnen. Kräftige Tiere, zum Glück friedlich in Irinas Nähe. Das sind typisch armenische Schäferhunde. Diese Hunderasse lebt hier schon seit 15.000 Jahren in der Region. Und gemeinsam mit den Menschen haben sie gelebt und ihm geholfen, die Schafe zu hüten. Diese Hunde passen auf das Vieh auf. Sie beschützen die Kinder, das Haus und gehen sogar auf Wölfe los. Die lassen keinen ungebeten auf ihr Territorium. Wenn ein Fremder kommt, lassen die ihn nicht einfach aus dem Auto aussteigen. Die Tiere sind bestimmt furchteinflößend für Fremde. Gut, dass wir willkommene Gäste sind. Da war wohl ein Fuchs in der Nähe, vermutet Irina. Diese mürrisch dreinblickenden Pelzknäuel züchtet sie auch. Das sind Warnkatzen. Auch diese Rasse ist hier seit Tausenden von Jahren heimisch. Und die Tiere vertragen die Gebirgskälte gut. Und sie lieben das Schwimmen im Wasser. Die Legende sagt, dass diese Katzen beim Schwimmen im Wannsee, wo sie herkommen, nur die Ohren und den Schwanz oben gehalten haben. Deshalb bräunten sich diese Körperteile im Sonnenlicht, weil sie über dem Wasser blieben. Ein bisschen unterkühltes Temperament scheinen sie aber doch zu haben. Das mag am Schnee liegen, denn der liegt hier schon Zentimeter hoch im September. Die Hunde hüten hier die Pferde. Denn die züchtet Irina auch noch hier oben in den Bergen. In diesem Jahr ist ein Fohlen auf die Welt gekommen. Das ist alles unser nationales Erbe. Das sind unsere armenischen Schäferhunde. Die gehören zu unserem Land wie ein Kulturdenkmal, wie Bücher und alles andere, das zu unserer Heimat gehört. Die Reise durch Armenien endet hier am nordwestlichsten Punkt des Landes. Große Herzlichkeit begegnete uns im Land der Steine, in einer der ältesten Zivilisationen der Welt.